Ich heiße Ivan Samardijevic. Ich bin 1968 in Bosnien geboren. Habe zwischen 1986 und 1990 am Kunstakademie in Sarajevo studiert. Ich bin Maler und Bildhauer. Ich kann mich erinnern, dass ich immer gern gemalt und gezeichnet habe. Und so richtig bewusst ist es mir geworden, dass ich es gern mache, erst als ich zur Schule kam, erste, zweite Klasse. Meine bevorzugte Material ist Holz. Ich arbeite gern mit Holz, weil Holz ein schönes, warmes Material ist. Und weil ich Gefühl habe, bei Holz kann ich eben als Maler und Bildhauer arbeiten. Das heißt, ich kann mit Pinsel arbeiten, aber gleichzeitig auch mit Werkzeugen, die ein Bildhauer benutzt, sprich Stemmeis, Raspel, Schleifpapier. Eigentlich, was mich bei Holz fasziniert, ist die Wärme, gleichzeitig die Stärke und eine natürliche Maserung und bei alten Holzer auch die schöne Mystik, die ein Holz mitbringt. Meine erste Ausstellung habe ich als 16-Jährige bei uns in Bosnien gemacht, nachdem mein Mathelehrer gemerkt hat, dass ich bessere Künstler bin als Mathematiker, und hat er mich empfohlen, einem Studiumkollegen von ihm, der gleichzeitig auch Künstler ist, und so eine Verbindung hat mich ermutigt, auch Kunst zu machen. Und da kamen auch erste Gedanken, zur Kunstakademie zu gehen und sich damit wirklich auch als Beruf auszusuchen. Weil das ist auch keine einfache Entscheidung. Und für einen 16-, 17-Jährigen damals hieß es auch, es ist ein Abenteuer. Aber für mich war es immer wichtig, etwas zu machen, was ich gern mache. Und meine erste Ausstellung, die ich bei uns in Bosnien hatte, hat eine gute Resonanz, und seitdem galt ich auch für meine Schulfreunde oder Kollegen, hatte ich ganz anderen Respekt, und die wussten, oh, der wird sowieso Künstler. Und bei anderen Lehrern hatte ich auch dann einen besonderen Status durch meine künstlerische Begabung. Ich glaube, jetzt habe ich genug Farbe drauf. Das ist die dritte Schicht, die ich auftrage, grüne Farbe. Und was Schöne dabei ist, auch wenn ich Feierabend mache, meine Kunst entwickelt sich weiter, also die Farbe trocknet. In diesem Prozess entstehen die Rissen und ganz ungewöhnliche Struktur. Und ich bin immer wieder gespannt oder überrascht, am nächsten Morgen, wenn ich in Atelier komme, was ist aus meinem Bild geworden. Also so fern gesehen, ich kontrolliere nicht alles. Ich kann auch nicht alles kontrollieren. Das ist das Schöne dabei. Sonst glaube ich, wenn ich alles kontrollieren konnte, würde ich nur die Formen machen, die bekannt sind. Und, aber Kunst braucht diese Überraschungen. Ungewöhnliches, Unbekanntes. Was die Inspiration betrifft, das ist immer so eine schwere Frage. Es gibt eine Idee, Kunstwerk zu machen. Direkte Inspiration, jetzt aus Natur oder irgendwoher,
gibt es nicht. Es gibt bestimmt unbewusst sehr viele Einflüsse, die man aufnimmt. Aber ich suche nicht die Inspiration jetzt in Natur oder in sonst irgendwo in Literatur, sondern meine eigene Kunst und Idee, Kunst zu machen, ist kompliziert genug, dass ich auch jeden Tag, wenn ich aufstehe und in Atelier gehe, Gefühl habe, ich knüpfe an einen Prozess, der schon vor 10, 15 Jahren angefangen hat. Und diese Kunst, die ich mache, ist eigentlich, hat sich verselbstständigt, ist eine Wissenschaft für sich geworden. Es geht um Farben, um Formen, es geht um Struktur, es geht um eine bestimmte Ästhetik, die ich verfolge, um eine bestimmte Idee. Und die hat mit eigentlich Natur oder mit Landschaft oder sonst was nichts mehr zu tun. Die Kunst, die ich schaffe, ist eine unabhängige Ästhetik von Ästhetik, die wir schon vorkennen oder vorfinden. Auch mit 20 Jahre freischaffende Künstler, Kampf hört nie auf. Man ist immer am Anfang und man versucht mit jeder neuen Ausstellung ist eigentlich Lampenfieber da und versucht eigene Kunst in beste Form und Licht zu zeigen und ja, die Pläne, noch viele Ausstellungen, große Ausstellungen, es gibt einige geplante Projekte und Sachen, die ich mache. Entsteht mit Rücken zum Publikum. Es ist eine einsame, mühsame Beschäftigung. Wir werden nicht wie Musiker Superstar mit 18, mit 19, wie Justin Bieber, sondern man braucht wirklich Zeit auch. Es ist mit 50 ist man in bildenden Kunst keine alte Künstler. Da fängt manche richtig an. Yeah.